So, willkommen bei Sims 4. Bionalo regt sich auf mit Steam, ich nicht, weil ich gehe über Origin. Ja. Und weiter. Gut, die Musik ist in der richtigen Lautstärke. Mikrofon funktioniert, jetzt warten wir nur noch auf den Ladebildschirm und dann mal gucken, was uns erwartet. Ob Bionalo mitmacht oder nicht mitmacht, werde ich gleich merken. Sie macht mit. Gut, dann werde ich erstmal hier ja, mal so tun, als ob es mir Spaß macht zu spielen. Und ich möchte ihn eigentlich ein bisschen. Ja. Er ist der Schmarotzer-Chaot und kriegt jetzt einen Vater in so einer Villa. Das passt absolut nicht zu ihm. Ja. Ja, keine Ahnung, warum Bionado mir das angetan hat. Jetzt muss ich mit anderen Leuten auf der Straße schlimme Dinge machen. Sag mal, hörst du mal auf zu kochen und fest in meinen Bauch? Ach, ich muss das mal auf Pause machen, weil gestern war doch was gewesen. Also ich werde ihn jetzt nicht wegschicken, weil da kommt bald ein Kanonenschuss raus. Da kommt ein Alien. Die Wiedergeburt. Ich warte nur noch auf Bionalu. Ach, da kann ich ihn noch um Stunden an, dann mache ich weiter. So. So, wann Das habe ich aber gehört. Oh, das mache ich übrigens auch manchmal, aber nicht so wie der hier. Ja, bei mir tritt das Kind vor allen Dingen zurück. Ja, wenn ich anfasse, tritt sie mal zurück. Ist die dick? Das ist doch kein Bauch, das ist eine Melone. Vor allem, die muss nicht die Klamotten wechseln. Stimmt, die Hose passt immer noch. Ist nur der Bauch, das hört ja beim Hosenbund auf, der Jetzt Schwangerschaftsbauch. eigentlich totaler Quatsch. Normalerweise müsste sie sich ganz andere Sachen anziehen. Na, wann kriegt die denn endlich ihr Kind? Na, fragst du doch, klickst du mal an. In 2 Stunden geht's los. Klick sie mal an. Hab ich doch. Naja, ich meine, mit dem Pfeil auf den Sim direkt. Der hinter der Palme ist. Ja, hier. Klick sie mal an. Ja, hab ich doch. Da kannst du links Baby im Krankenhaus bekommen. So, okay, dann sollte jetzt mal ins Krankenhaus gehen. Ja, geh Allein mit. losschicken. Sag mal, bist denn du für ein Papa? Wer ist denn das hier? Also, nee. Aber Carlo kann Ich ja schick auch mal seine mitbringen. Freundin hier mit. Ah, nee, Bruder, er hat, muss mit dabei sein. Aber hast du gesehen, er hat dich nur einen auswählen lassen. Entweder Bruder oder Mann, das ist ja eine Auswahl. Wenn man so gut befreundet ist. Bruder und Mann. Er hat ihn nicht ausgewählt, den Kader. Du hast ihn angeklickt, aber der wollte nur einen Sim zulassen. Okay. Oh, jetzt sehe ich. Sie sollte mal schnell rein, wa? Papiere ich hinlaufen. Ja, dann sollst du mal hinlaufen. Mensch, was ist das für eine Wow! Schlaftablette? Der kriegt das Kind auch. Also sie kriegt das Kind ohne ihn. Ja. Oh. Nein, nicht zusammen. Wie soll er da bleiben? Ja, er ist angespannt, er wird Vater. Oh Gott. So kriegen wir übrigens auch in der Zukunft unsere Kinder. Nein. Ich will nie mit Ketchup und Senf Mit behandelt einer. werden. Die läuft rum, als wenn sie schon ja, 40 Stunden gearbeitet hätte. Da guckst du mal hier hin. So. Hast du Langeweile oder so? Nee. Ich brauche jetzt keine Zeit für irgendwelche Blumengeschenke. Warum nicht? Die kriegt ja nur ein Kind. Oh, das tut mir jetzt schon weh. Was machen die denn da? Oh, ich guck da nicht hin. Oh!
Da wird ein Herz eingesetzt. Boah. Die Ärztin ist nicht allzu gut. Nee. Wir müssen da mal einen Profi-Arzt einstellen, ist ja furchtbar. Na? Es ist ein Junge. Caleb, Lilis, Achim und? Kevin allein zu Hause. Nachname ist Vatore, also gib ihm einen coolen Vornamen. Okay. Salvatore Fatore. Aua. Giovanni Fatore. Ja. Früh komme es war Tore. Warum denn nicht? Müssen die Frauen zumindest was, wo sie dran sind? Muss zu Achim und Lilis passen. Achilles. ja, wie wird das geschrieben? So, oder? Achilles. Na gut. Das bin ich, das ist ein Nachname. Ja, Achilles Fatore. Jetzt bete kurz, dass er nicht entzweitet wird. Oh nein. Oh nein. Gut. Zwei Kinder. Haben wir überhaupt so viele Betten? Die nennen wir Juli. Juli. Juli, wie der Monat. Gibt es irgendeinen dämonischen Namen? Achilles und Juli, passt doch. Dämonischen. Lilly ist auf jeden Fall ein dämonischer Name. Das kommt aus dem... Na, aber ihr Mutter heißt Lilis. Da kannst du dich ein Kind Lilly nennen. Ach so. Okay, Januar, ja? Boah! Und, oh Gott, der muss da direkt ausziehen. Jetzt weiß ich, warum mein Nervenzusammenbruch hat. Die nennen wir denn... Nee, lass mal. Die nennen wir denn... Macaroni? Die nennen wir denn... Macaroni. Bitte. Cooler Name. Nein, was soll ich den ersten so einen coolen Namen? Wieso, die kann man doch vernaschen. Nein. Du kannst doch Baby nicht Macaroni nennen. Okay. Funky. Ich hatte gerade einen guten Namen und hab's aus lauter Schock wieder vergessen. Mann, ich krieg gleich Kopfschmerzen. Schocki? Wen denn? Nenn mir mal einen bösen Namen. Infakta. Oh Gott. Also ich verzieh mich gleich, das wird mir langsam zu doof. Nur einen Namen, den man nehmen kann. Okay. Er ist aber nicht böse. Gut, was kann man denn nur vom bösen Namen nehmen? Alexa. Nee? Die nennen wir... Ja? Also Bionalu überlegt. Sag doch mal. Bionalu! Ja, ist doch mal ein schöner Name. Aber du bist nicht böse, du bist total lieb. Ja, mal gucken. Na, endlich! Drei Reicher. Oh Gott. Drei Stück. Und die sind wahrscheinlich alle Vampire. Zwei Vampire und... Woher weißt du das? Wurde gezeigt. Echt?
Und die sind alle am Heulen. Weiß ich nicht. Du brauchst ganz dringend. Oh das Gott, wir brauchen einen Butler. Da war kein Platz mehr. Okay. Die sind schon zu Hause. Oh Gott, ihr müsst nach Hause. Oh, die wurden geliefert mit DHL? Du, wir müssen sie in Elternzeit schicken. Echt jetzt? Ja. Du kommst so spät zur Arbeit. Ah. Wir gehen jetzt rein. Oh mein Gott. Aber das ist alles furchtbar. Hier war das irgendwo mit der Elternzeit. Die ist jetzt aber nicht zur Arbeit gefahren. Weiß ich nicht. Machen doch viele Frauen nach der Geburt gleich zur Arbeit fahren. Hm. Also ich würde es machen. Deswegen bist du auch keine Frau. So. Augenblick. Irgendwo geht das. Elternstadt gehen. Bionade will er kaufen, okay. Gut. Ich meinte. Oh Mann. Du willst dich wirklich antun. Ach, das ist ein normales Kind. Welches ist denn das da? Die verkaufen? Ne, wir können ja einen Butler und ein Kindermädchen oder sowas anstellen. Oh Gott, das ist furchtbar. Ja. Also tatsächlich zwei Vampire und ein normales Kind. Aber was ist was? Das Grüne, ich glaube der Junge ist kein Vampir. Oh, der ist so am Hintern. Aber wir können ihn doch gar nicht anwählen. Doch, ja. Achilles ist der Einzige, der kein Vampir ist. Da mit dem bösen Namen. Rette deine Frau. Oh Gott. Aber weißt du was? Kalb, du kommst jetzt mal von der Arbeit zurück. Warte mal ganz kurz. Oh ich mein Gott. Ich will hier mal kurz den Tonleiter stellen, ja. Oh mein Gott. Unseren Ton oder den so, von den Babys? Den von den Babys hier in der Aufnahme. Dann kriegen die Zuschauer ja noch einen Herzinfarkt. Ich krieg hier noch Milch, einen Schuss. Ja, meine Milch hat schon vor Monaten geschossen. Oh Mann, ey. Spieloption. Warte. Oh ja. Koffer reicht. Speichern wir noch kurz. Ja. Wer will denn, dass dieses Event verloren geht? Wir können es noch dreimal probieren. Vielleicht hat es ja nur noch eins. Oh Gott. Ina, ich jetzt früher nach Hause geholt. Du rufst jetzt ganz dringend einen Butler an. Ja, du nimmst einen Urlaubstag, ist eine gute Idee. Hat er keinen Urlaub? Doch, jeder von denen hat Urlaub. Er ist arbeitslos. Warte. Der ist Geheimagent. Ach so. Jetzt warte doch mal Service. Oh Gott. Du holst jetzt. Ja, diese Funktion. Kind adoptieren? Boah. Dass man hier Butler. Ja, ich guck nur, ob noch was andere Kindersitter. Dann können sie abhauen. Oh, Kindersitter. Oh mein Gott. Caleb, komm her und freu dich über die Babys. Oh nee. Und das geht so lange. Bis alle glücklich sind. Oh nein. Das wird ein riesengroßes Gescheiße. Mit drei Babys. Frieden. Füttern. Liebkosen. Dann bitte ist noch unglücklich. Ja. Mit bei Caleb. Das mag keine Vampire. Keine Ahnung. Oh Gott.
Und der einzige Nicht-Vampir ist der Junge. Die Jungs in dieser Familie haben es nicht gut. Oh mein Gott, so viele Babys hat die Nina von mir gleichzeitig. Na, du hast doch alles gemacht, damit die mehrere Kinder bekommt. Aber doch nicht drei. Wie? Ey, hallo, du hast die noch zweimal in eine Kiste geschickt? Du hast doch nochmal nachgestreut, nicht Icke? Hab dir hinterher gesagt, das kann sein, dass die mehrere kriegen. Ich hab die nur zweimal und du dann, glaube ich, noch zweimal. Oh, schi. Ja, die. Ich sag jetzt mal nicht dazu. Zu spät zur Arbeit ist dabei. Die jetzt schon Elternzeit? Eigentlich schon. Ja, hat die. Oh mein Gott. Ich glaube, der Butler, der braucht auch noch irgendwelche. Ja, was braucht er? Eigene Zimmer. Eigene Zimmer? Das heißt, das obere. Warte mal, er wird im Laufe des Tages bei dir vorbeikommen. Bitte weise ihm bei seiner Ankunft ein Bett. Mal weg. Ein. Bett, zu dem er schlafen kann. Wenn du deinem Butler eine Privatunterkunft zur Verfügung stellen möchtest, kannst du seinen Bereich mit Türschlössern abtrennen. Das sollten wir auch machen. Wir geben dem hier oben noch ein Zimmer, würde ich sagen. Was hältst du denn davon? Baumodus, ja. Wie machen wir das am besten? Mach das mal kurz, ja. Mach mal alt. Perfekt. Mach mal strong. Mach mal. Ist das hier ein Handling? Wir machen ja gerade Teamwork. Ja. Ich baue und er muss die Tasten drücken. Ich spiele mit der Maus, ich spiele mit der Tastatur. So ist hell genug. Strong. Nee, warte mal, ich nehme an den Boden. Ja. Alt geht nicht. Also alt. Warum geht das nicht? Ja, mal geht das auf die altmodische Art. So, dann braucht er noch schnell eine Tür. Eine Klotür. Wir können ja so ein kostensenkendes Objekt nehmen. Aber die Frage ist, kommt da noch die Treppe hoch? Wahrscheinlich nicht. Okay. Dann nehmen wir eine ganz normale weiße Tür. Und der braucht ein Bett. Und ein Fenster vor allen Dingen. Ja, meinst du? Na gut, aber der kriegt nur eins. Was nicht geht. Ja. Hä? Meine, ist das zum Arbeiten da, nicht zum Spaß haben. Zu oft Mitleid mit dem zu haben. Dann kriegt er ja noch Depressionen in den Zimmer. Der ist doch nie da, außer zum Schlafen. Der kriegt jetzt. Keine Ahnung. So eins, Energie 8. Der muss ja immer zur Stelle sein. Dass er sich wohlfühlt. Eine Kommode geben bei ihm noch. Was braucht man noch als Butler? Eine Pflanze, um die er sich kümmern kann. Reicht das? Spiegel vielleicht. Dann gönnst du einen Spiegel. Genau. Damit er auch pünktlich zur Arbeit kommt. Richtig, ein Wecker. Reicht das? Ja. Okay. So, wenn der Butler kommt. Ach, shit, jetzt sieht man hier die Wände nicht. Dann muss man hier auf die Tür klicken und dem sagen, dass die für den Butler ist.
Aber der kommt ja im Laufe des Tages erst irgendwann. Du, wir könnten die Kinder auch nach unten stellen. Dann haben wir die besser im Blick. Nein, nicht. So, wir haben gerade die Geburtsurkunde hier an die Wand gemacht. Irgendwie hatten wir gerade Pause. Wir haben Butler eingestellt. Der kümmert sich gerade um die drei Babys. Und wir haben festgestellt, dass das Zimmer hier nicht reicht. Ja. Ich würde sagen, wir haben im Grunde keine Wahl. Was ist denn das hier für ein Zimmer eigentlich? Ein Flur. Mit diesem Mini-Ding? Ja, warum da auch eine Tür drin ist, frage ich mich. Die Tür kann man nicht wegen raus. Warte mal. Ja. Und auf der anderen Seite, die Tür kann ja auch raus, weil die ist ja Blödsinn. Das sieht doch gleich viel offen aus. Ich weiß jetzt, warum so eine Tür drin war, damit die nicht alle an den Sarg gehen. Oh, ja, was soll's. Also, ich hätte da eine Idee. Warte mal. Ich finde, wir sollten das Kinderzimmer auf jeden Fall größer machen. Also die Wand hier. Ja, so. Das Badezimmer, aber keine Tür mehr. Ja, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Ich weiß. Weil das Bad unpraktisch ist, deswegen. Ich würde sagen, aus dem einen Bad machen wir mal schnell mehrere Bäder. Ja. Mach das mal. Aber wenn die Kinder nachher alle gleichzeitig auf Toilette müssen, dann haben wir noch hier ein Problem. Oh, sowas hätte ich auch gerne. Ja, wenn das so schnell ginge, wa? Der goldene Thron. Wir nehmen mal eins mit einer hohen Zuverlässigkeit. Und dann kommt das Waschbecken. Dann nehmen wir mal auch ein gutes, das hier. Wie immer in den Flur. Damit die hier rausgehen, wenn die endlich mal fertig sind. Eine Dusche können wir auch. Das geht vor allen Dingen schneller. Ja. So. Lampen. Nur zur Sicherheit. Und dann brauchen die noch Türen. Aber da können wir mal einfache Türen nehmen. Die müssen ja nicht immer diese teuren Mega-Dinger haben. Ich krieg's einfach mal weiße Türen. Warum passt das nicht? Überschneiden sich. Das ist, die Tür ist so dick. Keine Ahnung, warum man das so gemacht hat. Und überschneidet sich mit der Wand wahrscheinlich. Ja, irgendwas muss ihn ja stören. Och, wisst ihr was? Wir sind da jetzt mal pragmatisch. Ja. Dann bleibt das halt ein offenes Zimmer und wegen Privatsphäre. Wir haben da gar keine Privatsphäre. Der Einzige, der drin nicht lebt, ist. Was ist denn? Eine andere hier? Tür vielleicht? Kaputt. Eine Tür, die nicht so fett ist? Sind doch alle so dick. Wahrscheinlich ist der Raum zu klein. Aber eigentlich ging das immer. Ich weiß noch nicht warum. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Nö.
Der Raum ist wahrscheinlich immer noch viel zu klein. Es ging immer. Ich glaube, unsere Katze jagt schon wieder irgendwie. Ja, die beiden jagen sich. Aber dann müsste der wenigstens an der Seite gehen, der geht auch nicht. Ja, weil sie jetzt überschneidet. Das ist nicht gut. Dann versuchen wir es so. Bitte? Ja, jeder baut nie. Nö. Ich habe nicht. Ich habe keine Idee. Hast du eine Idee? Wie geht denn mit den Wänden nach unten? Hier. Ach so. Ich habe keine Idee, was das stört. Hier stört liegt wahrscheinlich. Liegt da irgendwas auf dem Boden? Wie mache ich denn die Schatztür hier weg? Da abbrechen. Liegt irgendwas, oder? Nein. Hat sie die Windel? Also nee, ich will ja in diese Wand. In diese eine Wand. Ja. Weil hier ist eine Lampe drin, ne? Mhm. Ich komme nicht da rein, weil. Ah, gib mal her. Weil da ist eine. Haben wir den Übeltäter? Hab ich nicht gesehen. Jetzt wissen wir, was da nicht stimmte. Oh, dieses Blumenmotiv ist schön, oder? Ja. Ist ein bisschen kitschig, aber. Ey, Katzenfisch. So, jetzt machen wir mit der Tür. Jetzt soll das hier in der Theorie gehen. Ich muss mal gucken, ob die Wände jetzt alle wieder farbig sind, sonst meckern die nachher. So. Das haben wir. Kalle, sei mal ruhig. Das ist übrigens unser Kater. Ja, unser Katzenfisch. Oh Gott, wir haben's. Wir haben's, sie haben endlich zwei Bäder. Ja. Unten offenes Schlafzimmer. Diese zwei Bäder werden die echt brauchen. Da fehlt, muss aber Licht rein. Da sind oben Lampen drin. Guck. Echt? Hier unter. Das sieht eher aus wie eine Dunkelkammer. Der Butler, der liegt immer. Jetzt pennen die Babys, also. Nö, schön, dann sitzt so. Dann soll er ein bisschen sauber machen. Ja. Familienessen kochen. Zum Beispiel. Dafür ist er doch da. Der wird doch bezahlt. Oh Gott, die bringen hier alle durcheinander. Er ist total müde. Also, ich glaube, seine erste Nacht sollte er oben verbringen, aber vielleicht nicht in dem Bett. Ich bin mal so frei, damit die Eltern überhaupt schlafen können. Ja. Der muss nämlich dringend schlafen. Und wie ich sie kenne, ist sie hellwach. Ja, sie kann immer was trinken. Und der kann sich um die Babys kümmern. Oh Gott. Nur damit die nicht gleich wieder schreien. Ja. Stinkt jetzt schon wieder? Mach doch einfach. Gott, was machst du? Ja, der hat immer noch Durst. Das ist aber ein Säufer, ey. Hat er da einen Alkoholiker leer gesoffen? So, bitte geh mal hoch hier. Meine Güte. Haben wir die Sims Alterung an? Bitte sag mir, wir haben Alterung an. Weil wenn nicht, werden die nie größer. Weiß ich gar nicht. Da bei den drei Punkten, bei Spieleinstellung. Ja. Bei Gameplay? Ja. Automatisches Alter, nein. Du machst nur aktiven Haushalt. So. Okay. Lebensdauer lang. Das musst du dir aber gut überlegen. Wenn du kurz machst, altern die schneller. Normal? Ja. Gut. Dann haben wir das schon mal geschafft. Kannst du ja überlegen, ob er auch ein Vampir werden soll.
Weil sonst stirbt er natürlich irgendwann. Und werden, glaube ich, kurz vor seinem nächsten Geburtstag gestoppt. Meinst du, Achim kann nichts? Der könnte mal gucken, ob seine Frau oder Caleb. Ja, mal gucken, ob das geht. Mehr Auswahl. Vampir. Befehlen aufzumachen. Wenn du wirklich wissen willst, ob sie das kann, dann musst du hier in ihrem Vampirmenü mal nachschauen. Ja. Da gibt's. Nee, bei dem Vampir-Dings. Ja. Bei den Machtpunkten. Da kannst du gucken. Und zwar glaube ich, das ist das. Vampirerschaffung, ja. Erhalt die Macht, Anna's Sims in Vampir zu verwandeln. Sie kann das. Okay. Da muss ich dringend noch jemand ums Baby kümmern, weil sonst ist Ofen aus. Und macht er dort schon gerade? Ja, aber ums Falsche. Und gleich füttern, wie in echt. Nee, erst füttern, dann Binde. Dann kommt es wieder unten raus. Nee. Da am besten Windeln füttern und dann gleich nochmal Windeln, weil das Kind, das ist am Anfang. Komm, mach dich mal nützlich. Genau. Oh Gott, ey. Keiner von denen wird hier wieder schlafen. Genau, hängt das Kind immer schon an die Titte. Und das auch nochmal liebkosen. Schaukeln. Oh, aber ich würde jetzt gern nochmal... Die armen Vampire. Also wenn du ihn in Urlaub schicken willst, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Aber nicht mehr heute. Wir haben jetzt schon 2 Folgen aufgenommen. Und würden dann für heute erstmal einen Cut machen, nicht wahr? Okay, und in der nächsten Folge würde ich ihn verwandeln lassen zum Vampir. Das würde ich aber nach seinem Urlaub machen. Okay, gut. Ich sag's nur so, weil... Bis er sonnenresistent ist, muss er nämlich eine ganze Weile was machen. Okay. Weil kann mich aber er nicht würde aus. Sonst verbrutzeln in der Sonne des Dschungels. Ja, dann machen wir das mal in der nächsten Folge. Irgendwann, eventuell, vielleicht. Der Vater der Familie verschreibt sich selber Urlaub, weil er optimistisch ist, dass der Butler und die 2 Vampire das mit den Kindern schon schaukeln. Genau, da lässt die Frau mal hängen. Naja, wenn er sagt, er geht in den Dschungel, um Geld mitzubringen. Ich meine, guck mal auf den Kontostand. Die hatten mal irgendwie 27.000, jetzt haben sie noch 13.000. Und wenn sie mal auf die Rechnungsinfo guckt, die haben immer noch nichts zu verkaufen. Krass. Ja, die können zwar ein ganz bisschen Strom, ein ganz bisschen Wasser verkaufen, aber im Grunde... Oh, die haben gar kein Plus, die haben Minus. Ja. Gut, verbessern werden wir nicht schaffen. Aber wir werden entweder Urlaub und verwandeln und dann soll er dann Geld anschaffen gehen in Afrika, in der Sahara. Ne, du meinst oder? Im Dschungel, nicht oder im Dschungel, Sahara. Ach was der Teufel, da wo man eben Geld herbekommt, auf nicht legale Weise. Du meinst so? 475? Also, du hättest erwarten können, bis die ausgereift ist. Das ist dir viel mehr wert. Cool. Guck mal. Cool. Die haben Sachen bekommen, wir stellen die mal noch kurz hin. Wir wollten noch einen Cut machen. Das hier ist ein Stuhl, der macht sogar gute Laune. Eigentlich der vom Geheimagenten, aber... Ein PC? Habe ich hier aus Versehen den Schreibtisch abgeräumt? Nö. Nö. Ja, mach einfach. Ist denn besser, ist der gleich? Brauchen wir nicht. Oh Mann. Wow, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld, wa? Ja, aber... Wir müssen ihm nur sagen, er muss die emotionale Aura anmachen. Und was hat er? Der Geheimagent?
Oh, der hat den Standard-PC hier. Nee, ich meine damit Inventar. Nee, aber das war das Familieninventar tatsächlich. Ach so, und das okay. Hier ist das Einzelinventar, was jeder hat, zum Beispiel mit den Fröschen hier. Wo er dann immer einmal Plasmabeutel draus machen kann. Er hat jetzt 3 Stück, also sogar 2-mal. Ja, gut. Und der. Warte. Dann sparen wir ein bisschen Kohle. Wenn er hier 2-mal Plasma herstellen kann. Und er züchtet euch. Ach, er kann gar kein Plasma herstellen. Das muss sie dann machen. Oder seid ihr die wertvollen Frösche? Nö. Huch. Ihr wertvoll? Ja. Da können wir einfach kaufen. Gut. Aber jetzt denk mal an die Zeit. Ja, bin gleich soweit. Ich weiß, das sage ich immer. So, super. Ja, dann speichern wir mal ab. Vielen Dank fürs Zugucken. War mal wieder eine interessante Folge mit 3 Kindern. Hätte ich absolut nicht gerechnet, Doni, oder? Ich auch nicht. Meine Güte. Dann so. Werden wir mal das Spiel verlassen. Und wir sehen uns dann. Bis später. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ich will mal nur ganz kurz gucken. Hast du schon ausgemacht?